Über 600 Inseln gibt es im britischen Königreich. Es ist eine wilde, archaische Landschaft, umtost vom allgegenwärtigen Meer. Ob hoch oben im Norden oder tief im Süden, ob groß oder klein, sie alle gehören zu den Inseln der Queen. Im Altnordischen bedeutet ihr Name Insel der Wolken oder Nebelinsel. Gott habe mit ihr angeben wollen, sagt die Legende. So schön sei sie. Die Isle of Skye besitzt alles, was Schottland einzigartig macht. Bis kurz vor der Jahrtausendwende war sie nur mittels Fähren zu erreichen. Heute verbindet eine Brücke das schottische Festland mit der größten Insel der Inneren Hebriden. Früher war der Alltag in der unwirtlichen Gegend schwierig. Nicht zuletzt dank der Brücke hat sich das Leben seither verändert. Zahlreiche Kreative haben ein neues Zuhause auf der Nebelinsel gefunden. Skye liegt im westlichen Teil der schottischen Highlands. Hauptstadt ist das Hafenstädtchen Portree, was auf Gälisch, der zweiten Inselsprache, Ortschaft am Hang bedeutet. In den Sommermonaten kommen zu den 2.500 Einwohnern fast ebenso viele Besucher hinzu. Besonders in den letzten Jahren ist Skye mit seiner dramatischen und wilden Landschaft zu einem beliebten Reiseziel geworden. Im Hinterland von Portree sind die Gebrüder Wilson unterwegs auf der Suche nach einer ganz bestimmten Pflanze. Dort ist ein Wacholderstrauch. Schau mal nach, ob da Beeren dran sind. Tom ist der Sammler, während Alistair sich mit den Aromen auskennt. Gemeinsam haben sie vor kurzem einen neuen Familienbetrieb aufgezogen. Eine Gin-Destillerie. Auch an dem nicht? Nein. Ihr neuestes Produkt soll ganz besonders werden. Königlich. Für die Königin suchen wir die besten Wacholderbeeren, die wir kriegen können. Schönes Heidekraut. Alles, was in dieser Region gut wächst. Im Territorium der Königin. Doch so einfach ist es nicht. Siehst du, wie grün die noch sind? Die sind erst in ein paar Wochen soweit. Hier, die schwarzen, die können wir pflücken. Lass uns mit dem Gilly reden. Er ist unser Mann. Der Skye Gilly ist auf der ganzen Insel unterwegs. Er weiß, wo es Wacholderbeeren und andere Pflanzen gibt. Wir pflücken mit ihm. Er ist sehr bewandert und kann genau sagen, was essbar ist. Viele Pflanzen in Schottland sehen ähnlich aus, sind aber giftig. Man muss vorsichtig sein, was man sammelt. Darum verlassen wir uns auf ihn. Bevor die beiden den Skye Gilly treffen, sammeln sie noch etwas Heidekraut. Ein unverwechselbares Gewächs, das dem Gin eine würzige Note verleiht. Das gibt's umsonst. Das stinkt ein bisschen. Mitchell Partridge ist Gilly. Deren Job war es seit jeher, die Natur zu lesen. Früher haben die Gillys vor allem den Grundbesitzern als Wildhüter gedient. Diese kleine weiße Pflanze hier könnt ihr verwenden. Die stand im Frühling noch nicht. Das ist Schafgarbe. Die Wurzel wird von Kosmetikfirmen für Feuchtigkeitscremes eingesetzt.
Die kleinen Blättchen sind essbar, aber ziemlich scharf in dieser Jahreszeit. Ich gebe euch lieber die Blüten. Die schmecken genau gleich. Wenn man die Blättchen entfernt und den Stiel 5 Minuten im heißen Wasser kocht, danach 4 Minuten in Butter schwenkt, dann ist das wie Spargel. Probiert mal. Ja, ich nehme mal ein bisschen. Die Öle in den Stängeln sind parfümiert. Wenn man die Öle in der Destillation extrahiert, dann bekommt man den Geschmack. Ist brauchbar. Das Aroma ist angenehm, blumig. Und du hast 2 Dinge in einem, die Süße und das Blumige. Diese Pflanze hier ist auch brauchbar. Das ist Mädesüß. Dieses hier ist älter und hat Samen. Die duften auch ziemlich stark. Ich denke, ihr könnt sie auch für die Destillation verwenden. Die jungen Blättchen haben ein scharfes Aroma, wenn man sie zerbricht. Manche sagen sogar irgendwie medizinisch. Mädesüß wurde seit dem Mittelalter zum Würzen von Alkohol verwendet. Und der Name Mädesüß kommt von den 4 ersten Buchstaben, die Mead, Honigwein, bedeuten. Jetzt braucht es nur ein wenig Fantasie, um das richtige Kraut für den königlichen Gin herauszuschmecken. In der Destillerie werden die Gewürze verarbeitet, wie zum Beispiel Engelwurz, denn die Pflanze steht auf der Liste der Königlichen Gartengesellschaft. Es riecht wie Sellerie. Mädesüß. Klar. Zupf mal die Blätter vom Mädesüß ab. Dazu kommen weitere Kräuter sowie natürlich Wacholderbeeren als Grundlage. Diese kommen direkt in den Alkohol. Die restlichen Kräuter gibt Alistair in den Aromakorb. Die Alkoholdämpfe nehmen bei der Destillation die Aromastoffe auf. Das ist schon ein gutes Aroma. Der Alkoholdampf kondensiert in der gekühlten Spirale zu hochprozentigem Gin. Wir nehmen 350 Milliliter ab, um sicher zu gehen. Ist noch ein bisschen trüb. Der ist noch nicht bereit. Nur der Klare kann verwendet werden. Nachdem wir den Vorlauf abgefangen haben, kommen wir zum sogenannten Herz des Gins, dem guten Teil. Die einzelnen Aromen dringen hier nacheinander durch. Man schmeckt mal Wacholderbeere, dann Mädesüß, dann vielleicht wieder Wacholderbeere, danach den Sauerampfer. Alle Zutaten wirken zusammen. Jeder Liter Destillat wird einzeln abgefüllt und auf seinen Alkoholgehalt hin überprüft. Dieser muss bei mindestens 80% liegen. Das hat es in sich. Nach einer Ruhezeit von mehreren Wochen wird der Gin mit Wasser verdünnt und abgefüllt. Jetzt ist er bereit für die Queen. Wasser fließt auf Skye im Überfluss und bietet eine wertvolle Ressource. Im Landschaftsbild sind die kristallklaren Flüsse nicht wegzudenken. Mein Haus ist auch eine Arbeitsstätte. Hier entstehen meine Gemälde, hier schlafen, essen, kochen wir. Alles, was ich auf die Leinwand bringe, nimmt hier seinen Anfang. Vor 23 Jahren verließ Diana Mackey London auf der Suche nach einer neuen Inspiration. Die außergewöhnliche Landschaft von Skye, die Berge und das Wetter, sie sind für einen Künstler ein Genuss.
Ich kann mir aussuchen, mit welchen Elementen ich arbeiten will. Ich verneige mich vor der Natur und dem, was sich vor meinem Fenster abspielt. Bis zum fertigen Bild wird Diana etwa 20 Farbschichten auftragen. Ich bin ganz zufrieden, wie ich vorankomme. Also von der rechten oberen Ecke her bauen sich Wolken auf. Von links oben scheint viel Licht auf das Geschehen, das sich im Tal auflöst. Die markanten Berge hier stellen den Cullen dar. Im Zentrum des Bildes sehen wir den kleinen Bach. Er entspringt in den Bergen und fließt in den Vordergrund des Bildes. Die Entstehungsgeschichte von Skye reicht über 170 Millionen Jahre zurück. Davon zeugen Dinosaurierabdrücke in Duntollum, im Norden der Insel. 2 Meter hoch, 15 Meter lang und 10 Tonnen schwer sollen die Sauropoden gewesen sein. Die neuere Geschichte haben die Clans geschrieben, die seit dem Mittelalter Skye regierten. Dunvegan Castle ist das älteste durchgängig bewohnte Schloss in Schottland und Sitz des Clans MacLeod. Der Garten wurde bereits in viktorianischer Zeit angelegt. Jerome Roskam ist Schlossherr, aber nicht Schlossbesitzer, denn er gehört nicht zum Clan der MacLeods. Er lebt im Untergeschoss. Das mittelalterliche Schloss dient den Clan Chiefs seit über 800 Jahren als Wohnsitz. In der viktorianischen Zeit wurde es zu einem repräsentativen Gebäude umgestaltet. Der Chief war das mächtige Oberhaupt des Clans. Clan ist ein altes gälisches Wort und bedeutet Kind. Somit war der Chief der Gebieter einer großen Familie. Skye war in die MacLeods und die MacDonalds aufgeteilt, die sich lange bekämpften, aber heute ganz gut miteinander auskommen. Die vielen Fehden mit den Nachbarn und der schottischen Krone gehören der Geschichte an. 1956 haben die MacLeods mit der Königsfamilie Frieden geschlossen und die Queen sogar in ihrem Schloss empfangen. Die unteren beiden Stockwerke von Dunvegan Castle sind inzwischen für Besucher geöffnet. Und es gehört zu Jerunes Aufgabe, alles empfangsbereit zu gestalten. Dann kann es losgehen. Hi there, do you come inside? Hallo, kommen Sie rein. Willkommen. Zeigen Sie mir Ihre Tickets bitte. Spitze. Danke. Willkommen. Hallo, die Herrschaften. Ein herzliches Willkommen im Schloss. Ist das Ihr erster Besuch? Ja. Woher kommen Sie? Aus Deutschland. Herzlich willkommen. Pro Jahr wollen etwa 200.000 Besucher den Prunk der MacLeods besichtigen. Manch einer denkt, ich habe Glück gehabt, denn ich lebe in einer kleinen Wohnung im Schloss. Das hört sich erst einmal ziemlich schick an, aber weit gefehlt. Wenn mich Leute besuchen, rate ich ihnen immer, 3 Pyjamas und Pullover mitzubringen, damit sie es warm genug haben. Denn alle denken, dass es hier schön und aufregend ist, aber es ist sehr, sehr kalt hier. Es gibt ein paar Vorteile. Ich habe wahrscheinlich den kürzesten Arbeitsweg der Welt und das ist angenehm. Ich will nur kurz diese Herrschaften begrüßen. Hi, come in, guys. Kommen Sie rein. Hello there. Yeah, just your tickets there. That's lovely. Thank you very much.
An einem gewissen Punkt wiederholt man immer die gleichen Sätze. Und irgendwann stolpert man über seine eigenen Worte und fragt sich, was habe ich den Leuten eigentlich erzählt? Man hofft dann, dass man das Richtige gesagt hat, aber es ist eigentlich ganz schön hier. Und weiter geht es. Kommen Sie rein. Kann ich Ihre Tickets sehen, bitte? Viel Glück da draußen, es ist fast trocken. Das ist die schottische Version von trocken, genannt Nieselregen. Viele grausame Geschichten ranken sich um die Chiefs. Ihre Aufgabe war es, ihren Clan zu schützen und auch mit dem Schwert zu verteidigen. Die Kunst des Schwertmachers galt in der Mythologie immer als das Werk eines Magiers. Denn der mittelalterliche Schwertmacher war fähig, zwei Metalle miteinander zu verbinden, was in abergläubischen Kulturen als unmöglich galt. Hier geht es ums Schweißen. In der alten Welt ging es darum, wie man zwei Metalle erhitzt und miteinander verschmilzt. Alles begann in einem kleinen Schuppen neben seinem Haus. Inzwischen gehört der Musiker Rob Miller aus Südengland zu den besten Schwertmachern der Welt. Was er heute weiß und beherrscht, hat er sich angelesen und selbst beigebracht. Ich mache das jetzt seit 27 Jahren und da brauchte ich eine Herausforderung, um mich Meister nennen zu dürfen. Alles andere wäre prätentiös und arrogant. Ich werde ein außergewöhnliches sächsisches Schwert nachbauen. Ein reich verziertes Schwert aus dem British Museum hat es Rob angetan. Ich habe die Ornamente nach dem Original des Fetterlane-Schwerts geschnitzt. Dieser Teil wird in Silber gegossen. Die kleinen Blättchen hier werde ich danach vergolden. Dies hier wird die obere Hälfte des Griffes. Und das wird der Knauf, der auf dem Schwert sitzt, mit zwei Abstandshaltern. Ich sollte einmal einen Dolch für Prinz Charles machen, ähnlich wie diesen hier, mit viel Silberarbeiten und einem Griff aus geschnitztem Ebenholz. Häufig wurden diese aus Schwertern hergestellt, die in einer Schlacht zerbrochen waren, denn Stahl war wertvoll. Die Herstellung einer Klinge war aufwendig, besonders diejenigen der Wikingerzeit dauerten Wochen. Wenn ein Schwert zu Bruch ging, machte man ein kleineres daraus. Die Wikinger machten vielleicht eine Axt daraus, die Schotten einen Dolch und daraus wiederum einen Zierdolch. Der Old Man of Storr, der Legende nach ein versteinerter alter Mann, ist das Resultat eines großen Erdrutsches, der die Landschaft der Insel geprägt hat. An anderen Stellen gehen die skurrilen Felsformationen in eine flachere Küstenlandschaft über. Ab dem späten 18. Jahrhundert wurden hier viele landlose Bauern und Pächter von den Gutsherren vertrieben, damit diese die profitable Schafzucht großflächig einführen konnten. Seit der Zeit der sogenannten Highland Clearances gibt es zwar immer noch mehr Schafe als Menschen, doch der Markt hat sich verändert. Peter Winterbourne und Becky Hanley sind die letzten Gerber auf Skye, die noch alles per Handarbeit fertigen. Zunächst weicht Pete die Felle ein. Dann schabt Betty das Fett ab und macht dadurch die Felle geschmeidig und dehnbar. Das Schaben kann anstrengend sein. Die Felle müssen sauber werden. Wenn viel Fett dran ist, dauert es länger. Alles ist harte Arbeit. Aber du gewöhnst dich daran und es hält dich fit. Wir akzeptieren uns gegenseitig und wissen, was wir tun. Das ist ungewöhnlich.
Die Verarbeitung ist kompliziert und einfach zugleich. Aber alles muss korrekt ablaufen, sonst gehen die Felle kaputt. Und es braucht nicht viel. Nur ein Fehler und der ganze Prozess ist unrettbar verloren. Wenn wir Maschinen einsetzen würden, gäbe es das Handwerk nicht mehr. Und das wäre schade. Die Arbeit ist hart und langwierig, aber außer uns gibt es niemand mehr, der es tun würde. Dank der Handarbeit ist jedes Fell ein Einzelstück. Zum Trocknen spannt Pete die Felle in einer beheizten und belüfteten Kammer auf. Zum Abschluss kämmt Becky die Felle. Die Wolle der schottischen Schafe ist qualitativ hochwertig und wird auch auf Skye zu wertvollen Stoffen wie Tweed verarbeitet. Andrea und Roger Holden haben das Weben von der Pike aufgelernt. Ihr Webstuhl ist fahrradbetrieben und daher CO2-neutral, aber auch anfällig. Okay, wieder ein Problem. Es war alle. Und das Ding hier war aus. Oh nein. Ich bringe das Blatt zurück, dann ist es einfacher zu sehen. Es war scheinbar zu Ende, aber ich kann mich an nichts erinnern. Nein, es ist gerissen. Da ist es. Ein Kettfaden ist gerissen. Andrea verknotet ihn mit einem neuen Faden. Roger zieht ihn durch. Okay, ich bin bereit. Siehst du, ob es in der richtigen Lücke ist? Es ist so ein feines Blatt. Perfekt. Okidoki. Wenn jemand uns vor 15 Jahren dieses Bild gezeigt hätte, wir beide auf einer schottischen Insel, an einem fahrradbetriebenen Webstuhl, wir hätten uns beide gefragt, was wird passieren, damit wir dort landen. Gut, ich hab's. Bereit? Ja, kann losgehen. Andrea und Roger haben sich in einer Weberei kennengelernt und beschlossen, auf Skye ein gemeinsames Leben aufzubauen. In einer zweiten Scheune bereitet Andrea die Kettfäden für den nächsten Stoff vor. Dieses Teil hier ist eine Schertrommel, die wir selbst zusammengebaut haben, aus einer alten Grasrechenmaschine, aus Bodenplatten von einer Sporthalle, Fahrradteilen und sogar aus einer Spülmaschine. Damit bereiten wir die langen Kettfäden für den Webstuhl vor. 1650 Fäden zieht Andrea in der richtigen Länge und Spannung auf das Rad auf. Dann kommen sie auf den Webstuhl und ein neuer Stoff entsteht. Stepptanzen besteht aus perkussiven Schritten, parallel zur Musik. Welche Stücke gibt es in der traditionellen Musik? Reels, Jigs, Strathspeys, Märsche, Walzer, Polkas. All diese Stücke sind auch die Namen der Tänze. Sophie Stevenson unterrichtet an der gälischen Universität Solmorostik. Ich werde euch heute den Jig-Step beibringen. Wir treten zuerst auf den linken Fuß. Mit dem rechten raus und zurück und auftreten. Und raus und zurück.
Stepptanz steht in der schottischen Tradition, wird aber nicht sehr oft ausgeübt und es gibt auch kein starkes Bewusstsein dafür. Für mich ist es aber besonders wichtig, dass Kinder ihn lernen und weitergeben können. Ich habe ihn von älteren Leuten gelernt und es ist wichtig, dass ich ihn der nächsten Generation vermittle, damit es immer mehr Tänzer gibt. Der schottische Stepptanz wurde ursprünglich vor allem von den schottischen Auswanderern in Kanada getanzt und besitzt eine starke soziale Komponente. Dieser Tanz ist nicht als Vorführung angelegt. Beim Stepptanz geht es darum, zur Musik zu tanzen. Es ist ein geräuschvoller Tanz. Man selbst ist ein Instrument. Wenn immer ich eine glatte Oberfläche finde, ob drinnen oder draußen, auf einer Treppe oder wenn ich in ein Flugzeug einsteige, liebe ich es zu tanzen. Sogar wenn ich auf der Spitze eines Berges eine flache Stelle finde. Die Glen Elg Ferry. Wie vor bald 90 Jahren bringt sie Menschen, Fahrzeuge und Tiere über die Meerenge bei Kyle Weir, vom Festland nach Skye. Donnie MacDonald ist der Kapitän, unterstützt von seinem Bruder Colin. Die Fähre ist die letzte handbetriebene Drehfähre Schottlands. Ursprünglich wurde dieser Typus für die Überfahrt von Zügen verwendet. Die Brüder Donnie und Colin arbeiten seit über 10 Jahren zusammen, unterstützt von ihren Hunden. Die werden am meisten fotografiert. Definitiv. Sie fallen auch schon mal runter oder werden vom Drehteller geschubst. Neck ist mal in der Mitte runtergefallen und unter das Boot geraten, taucht aber auf der anderen Seite wieder auf und die Crew konnte ihn rausziehen. Zwar hat die Brücke einiges verändert, aber die Fähre hat sich bis heute gehalten. Die Leute werden auch immer auf dem traditionellen Weg, auf der ältesten Drehfähre der Welt, nach Skye kommen wollen. Eine einzigartige Fähre an einem einzigartigen Ort. Über Brücken kann man immer fahren, aber auf solch einer Fähre fährst du nicht jeden Tag. Und so wird diese Fähre bald schon ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Gutes Mädchen, komm rein. Jedes Gemälde ist eine neue Herausforderung. Und die ersten drei Wochen sind am schwierigsten, weil man eine Art Dialog aufbaut. Und bis dahin fühle ich mich wie auf Seegang. Denn es ist eine große Leinwand. Ich muss viele verschiedene Elemente zusammenbringen, was das Design und die Farben anbelangt. Und am Ende muss alles in Einklang stehen. Diana ist bei Malschicht 20 angelangt. Alan, hast du kurz Zeit? Kannst du mal schauen?
Ich bin gerade dabei, diesen hellen Bereich zu machen. Dianas Mann Alan ist ihr erster und härtester Kritiker. Ich wollte ein bisschen mehr Ausdruck verleihen. Kommt das für dich rüber? Ja, ich denke schon. Es lenkt die Aufmerksamkeit in die Mitte des Bildes und von da zum unteren Rand. Es ist ein Abenteuer. Danke für deine Einschätzung. Ich glaube, es ist gut so. Ihre Nachbarin und Freundin Shirley Spare hat das Bild gekauft. Hallo Diana. Schön, dich zu sehen. Hier, mein neues Baby. Wie aufregend. Lass es uns hier aufhängen. Mal schauen, wie es dir gefällt. Eine große Leinwand. Eine der größten. Oh, die Farben. Mal sehen, wie es passt. Oh, es sieht schön aus. Beeindruckend. Ist es okay? Ich freue mich so. Es dreht sich alles um Sky. Wie du das Licht eingefangen hast, das auf dem Wasser glitzert. Mit den Wolken, die sich auftürmen und das Licht, das durch die Nebel hindurch scheint. Ein bisschen wie heute. Ein langer Weg zum Himmel, nicht? Noch sind wir nicht dort. Wir haben noch ein paar Jährchen. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ach, großartig. Danke dir. Ganz meinerseits. Shirley besitzt das Three Chimneys, eines der renommiertesten Restaurants von Sky. Sie hat es aus einem alten Wohnhaus Stück für Stück aufgebaut. Chefkoch Scott Davis hat das Restaurant an die Spitze der britischen Kochkunst gebracht. Ich bin ursprünglich aus Wales. Vor 16 Jahren kam ich hierher und habe mich in die schottischen Produkte und Leute verliebt. So bin ich geblieben. Auf Sky gibt es je nach Saison unterschiedliche Produkte. Und das hält dich konstant auf Trab. Scott stellt sich auf unangemeldeten Besuch aus der Königsfamilie ein. Hi guys. Hallo Jungs. Alles bereit? Alles am Start. Ich habe einen Seeteufel. Frischer Fang. Die Gräten brauche ich für die Soße. Passend für eine Königin. Ich freue mich schon zu probieren. Ja, es kann losgehen. Was darf die Königin essen, was nicht? Scott hat sich Gedanken gemacht. Der Schwanz des Seeteufels hat nur ein Rückgrat in der Mitte. Es besteht also keine Gefahr, dass der Queen eine Gräte im Hals stecken bleibt. Darum habe ich den Fisch ausgewählt. Auch Zwiebeln, Knoblauch oder Meeresfrüchte sind tabu, wegen des schlechten Atems. Ich habe ein wenig recherchiert. Und was ich mit Sicherheit weiß, sie mag einfaches Essen. Eine ihrer Lieblingsspeisen ist Seezunge mit jungen Kartoffeln und Gemüse der Saison. Ich denke, die Herkunft des Produktes und die Einfachheit zählen, damit die Frische und die Aromen durchkommen. Und weil die Queen ein Faible dafür hat, verfeinert Scott die Soße aus Gemüse, Kräutern und Fischgräten mit schottischem Whisky. Zum Fisch reicht Scott in Butter geschmortes Gemüse, in den Farben des Herbstes. Was haben wir hier? Ein leckeres Gericht, das wir hoffentlich der Queen mal servieren. Gebratenen Seeteufel aus Portree mit rosa Kartoffeln. Wunderschöne Pfifferlinge von Sky an einer Creme aus dem Seeteufelschwanz. Köstlich. Ich finde es hervorragend. Herrliche Texturen, Farben, aber sehr einfach, aus der Umgebung und von der Saison. Köstlich. Ich denke, sie würde es lieben. Jetzt kann die Königin kommen.
Heute ist Mitchell, der Sky Gilly, mit einer Kundin unterwegs. Mitch soll ihr das Fliegenfischen beibringen. Ich mach's dir mal vor, Karen. Beim Lachsfischen, anders als beim Forellenfischen, lässt man die Fliege die Arbeit machen. Du siehst, wie sich die Schnur von rechts nach links bewegt. Es sind nur zwei Bewegungen. Eins, zwei. Okay? Du musst die Angel für den Wurf senken. Hier nach unten. Eins, zwei. So geht's. Gar nicht schlecht. Und nochmal. Eins, zwei. Der letzte Wurf war viel besser. Ich erwarte keine Wunder. Es ist wie mit dem Autofahren. An das eigene Auto bist du gewöhnt. Wenn du eine andere Angelroute hast, dauert es einen Moment. Okay? Ja. Eins, zwei. Prima. Jetzt schaffst du es weiter raus. Ich möchte den Leuten einen Einblick in die Natur und den heutigen Umweltschutz geben. Lachse werden gefischt und wieder freigelassen. Das ist begrüßenswert. Wir müssen für die kommenden Generationen unser Gut erhalten und dies den Besuchern vermitteln. Besonders den Kindern. Näher zum Wasser. Gut. Wenig Wind hier. Die Bäume schirmen ab. Kein Fisch beißt an. Und so will es Mitchell an einer anderen Stelle probieren, wo der Fluss schmaler ist. Man muss wahnsinnig viel Geduld beim Fliegenfischen mitbringen. Manchmal kommen wir auch hierher und beobachten nur. Wir fischen nicht, wir schauen, was die Fische so tun. Doch dann beißt ein Fisch an. Diese Kerle muss man ganz vorsichtig behandeln, damit sie keinen Schaden nehmen. Einfach rauslösen. Das ist ein Babylachs. Dieser Kerl ist einen Topf Gold wert. Darum lassen wir ihn schnurstracks wieder rein. Nicht sehr groß, aber ein wunderschöner kleiner Fisch. Da schwimmt er davon. Tschüss, kleiner Fisch. Jetzt ist der Ehrgeiz entfacht. Wir haben die Tiefe gefunden, in der die Fische schwimmen. Ein kleiner Schwarm. Karen hat ein paar Mal daneben geworfen. Da gibt es aber ein paar größere Fische. Wir haben auch herausgefunden, welchen Fliegentyp sie mögen. Auf jeden Fall hoffen wir noch mehr zu fangen. Wir wissen, wo sie sind und haben schon was gefangen. Das ist gut. Auftrag erfüllt. Mission accomplished. Bis auf fast 1000 Meter reicht der höchste Gipfel der Black Coulins. Um die 400 Meilen lang ist die Küste. Das Gesicht von Sky ist so unterschiedlich wie seine Beschaffenheit. Hier findet sich Vulkangestein, Quarz, Kalk, Gneis und Basalt. Seetang war lange eine Haupteinnahmequelle der Insel, bis diese von der Schafzucht abgelöst wurde. An den Stränden von Sky holen sich die Weber Andrea und Roger Holden Inspiration für ihre Stoffe. Ich mag die Wellenform hier. Ja, finde ich auch gut.
schmier mir ein bisschen Seetang mit ins Bild. Schau, das Foto habe ich gemacht. Toll. Das war in Oronsay. Ich denke, die kleinen Wellen im Wasser könnten ein schönes Muster bilden. So sieht es bei Ebbe aus, wenn das Wasser ins Meer zurückläuft. Ich kann mir vorstellen, anstatt es gleichmäßig zu machen, wäre es doch richtig schön, wenn wir mit einem solchen Muster arbeiten könnten. I think it'd be really nice if we could come up with a pattern where we have Wow. And that's Meinst du, das ist umsetzbar? Ich habe mir verschiedene Muster angeschaut und sie ausprobiert. Welche Farbe würde dir gefallen? Ich würde wahrscheinlich mit hell-dunkel anfangen, mit Naturfarben, mit hell- und dunkelgrau. Das würde gut zum Sand passen, den beiden unterschiedlichen Sandkörnern. Was hältst du von diesem Grau? Ich denke, das gibt das Foto sehr gut wieder. Und es hat ein wenig Struktur, was gut aussehen wird. Ich mag es, weil es weich ist und es passt gut zu den Babydecken. Ja, es ist viel weicher als das andere. Andrea fertigt nun Farbmuster an, während Robert die Lochkarte für die Webmaschine stanzt. Wirklich schön geworden, Roger. Ja, es sieht toll aus. Gut gemacht. Und so liefert ein Strand die Inspiration für einen Stoff. Schwertmacher Rob Miller feilt noch an seinem Meisterwerk. Er erwartet einen Kunden aus den USA. Robert Miller? Jonathan Cheney. Sehr schön, dich kennenzulernen. Sehr schön, ganz meinerseits. Es ist ein bisschen albern, aber ich habe ein Schild mitgebracht. Solche benutzen wir in der gepanzerten Kampfliga. Darauf ist ein Familienwappen. Es ist ein bisschen schludrig gemalt, dafür aber hundertprozentig Freihand. Denn so hat man es auch früher gemacht. Die Größe und das Material sind authentisch. Vielen Dank, wundervolles Geschenk. Wow, was für ein schönes Teil. Und es trotzt einem echten Kampf und so? Naja, wenn du ein Schwert hast, können wir mal draufschlagen. Geht das? Ja, ja. Ich freue mich schon, wenn du mit deinem Schwert draufhaust. Wenn wir schon dabei sind, wollen wir? Ich hole es mal. Ich hoffe, es gefällt dir. Es ist ein kleines Monster, aber ihr ist ein Biest. Oh mein Gott, es ist wunderschön. Ah, gut. Warum habe ich den langen Weg auf mich genommen für ein Schwert? Außer, dass ich natürlich deine Arbeit bewundere. Hinter diesem Schwert steckt eine Geschichte. Das ist das Schwert meines Vorfahren Sir John Cheney. Er war ein Leibwächter des Königs Henry Tudor. Die Cheneys waren schon seit den Rosenkriegen die königlichen Gefolgsleute und Leibwächter. Und diese trugen immer solche langen Schwerter mit sich. Ja. Dieses Schwert wird im Kampf eingesetzt. Und wenn du willst, kann ich dir ein paar Techniken zeigen mit einem Schwert dieser Größe. Jonathan ist Mitglied des mittelalterlichen Kampfbundes und nimmt regelmäßig an Turnieren in den USA teil. Du kannst es in den Boden stecken, hochnehmen und das Bein wegschlagen. Oh, fies. Und es ist richtig schlagkräftig, wenn du es so um dich herum wirbelst. Aber im klassischen Monte Ante-Stil kannst du so. Ach, hallo Kätzchen. Ein gutes Kätzchen. So kann ich es blockieren. Die Idee dabei ist das hier. Ich mache es langsam. Und jetzt kann ich dich mich fixieren.
Und wenn ich dich fixiere, kann ich dich zu Boden werfen. Ja, verdammt. Ich kann dich mit meinem Gnadenmesser im Nacken erstechen und dich komplett zu Boden zwingen. Im Turnier trägt Jonathan eine Rüstung und seinen selbst originalgetreu nachgebauten Helm. Hau auf den Helm. Nein, mach schon. Ist das alles, was du drauf hast? Hau auf die Seite. Wow, ist das solide. Auf jeden Fall. Es ist so designt, dass es abprallt. Es gibt auch keine Kerbe. Ich hasse es, das Handwerk von anderen zu zerstören. Furchtbar. Dafür ist es da. Es bietet keine Angriffsfläche, es rutscht ab. Aha. Mit meinem langen Schwert kann ich dich besser erreichen, aber du bist schneller. Aha. Ich erwarte, dass du mich mit deinem Schwert bedrohst, also muss ich es wegschlagen. Lass uns mal aus dem Regen gehen. Ich komme gerade in Fahrt. Du bringst meinen Apfelbaum um. Oh, entschuldige. An diesem Stück arbeite ich gerade. Es ist eine zweite Version des Fetter Lane-Schwerts, das du schon gesehen hast. Eine sehr komplizierte Schweißarbeit. Wegen der Beschaffenheit des harten und weichen Stahls sieht die Klinge selber anders aus. Die Zusatzteile für das Schwert werden einzeln hergestellt, aus Silberscheiben und sehr fein gearbeiteten Goldverzierungen. Wie du siehst, ist es noch ziemlich eng, sodass alles gut zusammenhält, wenn es fertig ist. Beeindruckend. So sieht das Werk eines Meisters aus. Skye ist dünn besiedelt. Auf einer Fläche etwa zweimal so groß wie Berlin leben nur 10.000 Menschen. Vor der Vertreibung der Bauern und Pächter waren es noch doppelt so viele. Heute steigt die Population wieder. Für die Bauern von Skye, die geblieben sind, entscheidet ein Tag über den Erfolg der Arbeit eines ganzen Jahres. Bis zu 1.500 Tiere werden dann versteigert. Es ist eine Art Barometer für uns, für die harte Arbeit über den Winter. Jeder hofft hier einen guten Preis für sein Vieh zu bekommen. Niemand will ein einfarbiges Tier kaufen. Der Preis ist höher für ein buntes, denn es ist schöner anzusehen. Entscheidend ist nicht, was dir gefällt, sondern was ein künftiger Käufer haben will. Alan McPherson ist Kleinbauer. Er will seine Kühe verkaufen und junge Kälber ersteigern. Der Preis eines Kalbes variiert zwischen 300 und 500 Pfund. Für ein Gebot reicht ein kleines Zeichen. Alan ist bald an seinem Limit angelangt. Die letzten Kälber werden hereingetrieben. Es ist nicht schlecht gelaufen. Ich hätte für meine Kälber mehr bekommen können. Dafür waren die billiger, die ich gekauft habe. Es ist ein Auf und Ab. Alan hat die Pässe der Tiere geholt und muss sie jetzt nur finden. Und vom Rest trennen. Die Gatter sind eng, die Tiere nervös. Es ist unser Einkommen. Wir sorgen uns um die Tiere. Wir wollen, dass sie Junge bekommen.
Es gibt ein Sprichwort, das lautet, wenn du auf deine Tiere aufpasst, passen sie auf dich auf. Noch 1,5 Stunden Fahrt, dann hat Alan es geschafft. Die Kälber kommen für ein paar Tage in den Stall, damit sie sich beruhigen. Ich füttere noch die Hunde, dann lege ich die Füße hoch, trinke einen Whisky und morgen ist ein neuer Tag. Doch bevor dieser Tag endet, wird noch ordentlich gefeiert. Auf der Nebelinsel, der Isle of Skye.